Als Asler sich schließlich ein wenig beruhigte und ihr Schluchzen nachließ, bemerkte sie die Stille. Waren sie alle fort? Sie richtete ihren Oberkörper auf und nahm die Hände vom Gesicht. Sie erschrak, als sie Thorolf im Schneidersitz dicht vor sich sitzen sah. Schweigend blickte er sie an. Sie wusste nicht, ob der Kummer in seiner Miene dem Tod Joras oder ihrer Trauer galt. Sie sah sich um und stellte fest, dass sie alleine mit ihm war. Ihre Stimme klang brüchig in ihren Ohren, als sie nach Leifs Verbleib fragte. »Ich habe Ole gebeten, Leif in meine Halle zu bringen. Dort wird er heute übernachten.« »Warum?« fragte sie und wischte sich die Tränen aus den Augen. »Unsere Tochter ist gestorben«, antwortete er gefasst. »Unsere Trauer um sie geht nur uns etwas an.« »Ich wusste nicht, dass sie dir so viel bedeutet hat.« Thorolf schwieg einen Moment und sagte dann, »Doch, das hat sie.« »Aber erst jetzt, nachdem wir sie verloren haben, ist mir klar geworden, wie sehr mich ihre Willensstärke, ihr Mut und ihre Eleganz beim Schwertkampf beeindruckt haben.« »Mehr nicht?« fragte Asler. Thorolf schien zu überlegen und antwortete nach einer Weile. »Ich habe sie auch wegen ihrer Aufrichtigkeit geschätzt und wegen des Respekts, den sie mir entgegengebracht hat.« Er zögerte einen Moment. »Ja, ich habe sie geliebt, schon als kleines Mädchen. Vielleicht auch, weil sie unser einziges gemeinsames Kind war.« Dieses Geständnis überraschte Asler. Hieß das doch, dass er die Liebe, die er einst für sie empfunden hatte, noch wertschätzte? Aber sie ging nicht darauf ein und sagte nur, »Jora hat dich ihr ganzes Leben lang abgöttisch geliebt, wahrscheinlich mehr als mich. Bei allem, was sie tat, versuchte sie, deine Aufmerksamkeit zu erringen. Als Leif kein Interesse an seinem Holzschwert zeigte, hat Jora es ihm abgeluchst und wurde zu einer Meisterin im Schwertkampf. Das tat sie für dich, um deine Enttäuschung über Leif zu mildern, aber auch für sich, um deine Aufmerksamkeit und Liebe zu erringen.« »Das weiß ich, ich bin ja kein Dummkopf«, erwiderte Thorolf etwas schroffer, als er vermutlich vorgehabt hatte. »Warum hast du sie dann so wenig beachtet?« fragte sie ihn ohne jede Schärfe in ihrer Stimme. Thorolf zuckte etwas hilflos mit den Schultern. »Das weiß ich nicht. Es war halt so. Vielleicht, weil du ihr insgeheim gegrollt hast, dass sie alle Eigenschaften besaß, die du dir für deinen Erstgeborenen gewünscht hast, sie aber kein Junge war.« Thorolf erwiderte nichts. Aber sie las in seinen Augen, dass sie der Wahrheit nahe gekommen war. Mehr gab es nicht zu sagen. Und Asler spürte, wie müde sie war. Mühsam rappelte sie sich vom Boden auf. »Ich muss mich hinlegen. Du kannst auf Leifs Lager schlafen.«